Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Starfield. Ja, in der letzten Episode haben wir eine kleine Armee auseinandergenommen und haben eine ganz interessante Info bekommen für unseren Mr. Hope. Und den werden wir jetzt mal zur Rede stellen. Und mal schauen, wie das Gespräch enden wird. Wo ist er denn da hinten? Ja, also wenn ich danach keine Beförderung kriege, dann weiß ich auch nicht. Wehe, du schickst dann deine Roboter gegen mich. Aber ja, jetzt sind wir wenigstens meine Fabrik hier drin. In der ja ziemlich fleißig gearbeitet wird, ne? Naja, noch mehr Roboter. Oh. Ich glaube, wir kriegen hier Stress. Das ist sehr großzügig, Mr. Hope. Du hast es dir verdient, Burgess. Wir haben ehrgeizige Quoten festgelegt und du hast sie alle erreicht. Naja, es war sicher nicht leicht, aber es haben alle an einem Strang gezogen. Du darfst die guten Neuigkeiten verbreiten, wann und wie du willst. Danke. Sehr nett, wirklich. Schön, dich wiederzusehen. Ja, der Marshall hat mich gerade über deine Fortschritte informiert. Du hast eine heiße Spur zu den Söldnern, die mein Schiff gestohlen haben. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Ich habe was sehr Interessantes gemacht. Ach ja. Also, spann mich nicht so auf die Folter. Der gefallene Kriegsheld, der im Gefängnis war, dem glaubst du? Slate. Der Mistkerl hat die Slate behalten. Das ist dann wohl seine Rache am Rat der Gouverneure für das, was damals im Krieg geschehen ist. Ja. Ich bin beeindruckt, Deputy. Du hast ganz offenkundig eine goldene Zukunft. Was geht hier vor? Worum geht es, Mr. Hope? Nichts, was dich in irgendeiner Weise etwas angeht, Burgess. Ach nö, bleib nur ruhig. Lass allein. Ich würde aber gerne hören, was der Deputy zu sagen hat. Aha. Die Karten liegen auf dem Tisch. Warum also nicht? Die Wahrheit ist, dass wir den Anschluss an die Konkurrenz verloren hatten. Wir brauchten Lösungen. Vor ein paar Jahren habe ich begonnen zu diversifizieren. Chemikalien und Treibstoffforschung. Solche Dinge. Wir haben ein neues Düngemittel entwickelt. Es war ein Reinfall. Hat ganze Felder zerstört. Ich wollte das Projekt schon abschreiben. Da haben wir eine Entdeckung gemacht, die alles verändert hat. Es hat sich gezeigt, dass unser Dünger die Erde umwandelt und ihren Mineraliengehalt verzehnfacht. Wir haben den Dünger an ausgewählte Farmer gespendet und sie machen lassen. Ah ja. Im richtigen Augenblick haben wir die Farm dann geräumt und die mineralienreiche Erde mit Maschinen abgetragen. Durch die geringeren Personal- und Materialkosten ist mein Gewinn explodiert. Ja, ich glaube, das wäre doch irgendwie anders auch gegangen, oder? Ja. Es sollte niemand zu Schaden kommen. Ich habe Hall gesagt, er soll das Land kaufen, nicht stehlen. Viele Farmer sind leider sture Dickköpfe. Ich konnte keine Zeugen riskieren. Unglaublich, was ich da höre. Wie konntest du Unschuldigen und Familien nur etwas so Schreckliches antun? Kein Wort mehr, Burgess. Ich kann dir deinen Job nehmen. Und mehr. Ja, wir reden erst über deinen Job. Wir besprechen das später. Wie dem auch sei, die Katze ist aus dem Sack. Ich gebe dir mein Wort, dass ich die Operation einstelle und das Land den Eigentümern wiedergebe. Das reicht nicht.
Ja. Du hast recht. Die Familien sollten für die Unannehmlichkeiten entschädigt werden. Weißt du, wie viele Leute gestorben sind wegen dir? Vielleicht ein Rabatt für ihren nächsten Einkauf bei Hometech. Nachdem das geklärt ist, reden wir über dich. Als Mitglied des Rats der Gouverneure bin ich befugt, dir einen großzügigen Bonus zu gewähren. Also ich stehe auf Geld, aber... Natürlich vereinbaren wir, dass wir meine kleinen Einsparungsbemühungen vergessen. Sicher nicht. 20.000 Credits. Ja. Lass uns nichts überstürzen, Deputy. Es gibt noch etwas, was du bedenken solltest. Das wäre? Ich tue alles, um meine Firma und meine Mitarbeiter zu beschützen. Wenn du jemandem davon erzählst, gefährdest du ihre Lebensgrundlage. Willst du wirklich all diese Menschen zu Arbeitslosen machen? Ihre Familien leiden lassen? Es wird doch sicher irgendjemand an die Firma übernehmen, nur weil du jetzt nicht mehr in der Führung bist. Sollte hier nicht alles der Bach runtergehen. Gerechtigkeit kann kompliziert sein, Deputy. Manchmal kostet es mehr, für Gerechtigkeit zu sorgen, als einfach nichts zu tun. Ich sage es ganz deutlich. Ich lasse nicht zu, dass du meinen Ruf, diese Firma oder meine Mitarbeiter gefährdest. Ah, Kampf. Wenn mein Security-Personal dafür einen kleinen Unfall inszeniert, da haben wir's ja. Ist das leider so. Ich bin wichtig. Du bist nichts. Du hast ein Ego-Problem. Drohst du wirklich ernsthaft damit, einen Freestar Ranger anzugreifen? Und deine Mitarbeiter bewahre ich. Nee. Ja. Ein Jammer, dass eine so vielversprechende Karriere so jäh endet. Dann nehmen wir hier mal alles aneinander. Verdammt! Ja, geil. Okay, halt, Moment. Geil. So. Nennt man das? Oh, schade, da konnte ich gar nicht rein. Hast du jetzt eigentlich nur... Jetzt ist er halt tot, ne? Ich hätte dich gerne in ein Gefängnis gesehen. Schade. Okay, die sind jetzt feindlich. Hä, ich muss in das Schiff rein? Aber da bin ich doch gerade nicht reingekommen. Schade, schade. Also ich probiere es nochmal. Na doch. Dann war das nur so ein kleines Issue. Lol. Und ich brenne schon wieder. Kann ich mal hier mal umsehen? Nö. Wo ist denn jetzt unsere Kollegin? Ach, oder ist das jetzt der nächste Gegner? Hallo? Wer ist da? Ach, sie. Moin. Ich glaube, du wurdest gerade befördert. Er hat versucht, dich zu töten. Oh, das haben schon viele. Ich verstehe das nicht. Mr. Hope hat immer wie ein wirklich guter Mensch gewirkt. Aber alles, was er über die Farmer und diese Söldner gesagt hat, es war furchtbar. Mmh.
Ja. Mir erschien er nie sonderlich kompliziert. Er hat sich immer gut um uns gekümmert, um seine Angestellten. Ja. Nein, natürlich nicht. Aber er hatte auch andere Seiten. Er hatte eine wirklich gute Seite, eine fürsorgliche Seite. Und jetzt ist er... Du... Du hast ihn getötet. Ja, er hat damit angefangen. Das sollte niemand je wollen. Vor allem, wenn jemand so vielen Menschen so viel bedeutet hat. Was passiert jetzt mit uns? Ja, ich würde sagen, du bist der Chef. Das ist Elana. Elana Nwanko. Sie wirkt recht kompetent. Vielleicht überstehen wir das. Ja, wir müssen wohl einfach eine Lösung finden. Irgendwie weitermachen. Okay. Dann reden wir mit dem Marshall. Und wie kriege ich jetzt keine Beförderung? Weil dann treten wir aus dem Spaßverein wieder aus. Und stellen eine große Rechnung. Also, einmal da rein. Da hin. Dankeschön. Kommissar Field. Im Hitching Post gibt's mit das beste Bier in den besiedelten Systemen. Ja, vielleicht schauen wir da nochmal vorbei. Einsehen. Nee, nee, Waffen habe ich schon genügend. Weiß nicht. In solchen Spielen rentiert es so gut wie nie, eine Waffe zu kaufen. Man findet eigentlich immer bessere. Aber Munition kaufen wäre vielleicht was. Vielleicht machen wir das nach dem Gespräch. Hi. Ach, heute hier unten? Kennst du schon die Nachrichten? Schön, dass du wieder da bist, Deputy. Was war mit der Mac-Fabrik? War sie das Versteck der Söldner? Oh ja. Wow. Du hast Nerven aus Stahl. Hast du herausgefunden, warum die First Farmen übernommen hat? Ja. Was? Ron Hope? Das ist eine heftige Unterstellung, Deputy. Erstaunt dich das so sehr? Hope hatte schon immer den Ruf, alles für den Erfolg zu tun. Er ist im verdammten Rat, Emma. Also kann er für sich vorteilhafte Gesetze erlassen. Klar, er kümmert sich um seine Leute, aber meinst du wirklich, den interessieren irgendwelche Farmer auf Montara Luna? Hat Hope seine Motive erklärt? Er erhöhte den Mineralgehalt im Boden mit einem experimentellen Dünger, der die Erde dominierte. Ja. Das klingt ziemlich vertraut. Ich habe mal von einer Hope-Tech-Initiative für Farmer gehört. Damals hielt ich das für einen PR-Gag. Aber jetzt wirkt es ein bisschen bedrohlicher. Sag mir bitte, dass du Beweise für diese gewaltigen Anschuldigungen hast. Oh ja. Na gut, mal sehen, was du hast. Interessant. Ja, ziemlich belastend. Besonders der letzte Teil über das Zerstören der Slate. Und du hast Hope zur Rede gestellt? Ja. Ja. Er ist seinem Stolz zum Opfer gefallen. Verdammt. Das wird das gesamte Freestar Collective erschüttern. Wenn man Anführern nicht trauen kann, könnte Anarchie die Folge sein. Hab Vertrauen, Daniel. Wir sind nicht die United Colonies. Ein räudiges Schaf steckt nicht die ganze Herde an. Leicht gesagt. Du bist nicht der Marshall. Noch nicht. Aber du lebst auch nicht ewig. Wow. Also, wo du schon mal hier bist, um eine Sache musst du dich noch kümmern. Ah, oh, ernsthaft. Emma, wärst du so nett? Mit Vergnügen, Marshall. Als du zu uns kamst, habe ich dir gesagt, dass du beurteilt würdest. Eine Sache bleibt noch.
Eine einfache Frage. Bist du bereit, die Marke eines vollwertigen Freestar Rangers zu tragen? Ja. Dann werde ich dich nicht länger zurückhalten. Marshall, ich erlaube die Beförderung des Deputies in den Rang des Rangers. Danke, Ranger Wilcox. Als Deputy hast du bemerkenswerten Mut, furchtlose Beharrlichkeit und eine hohe Achtung der Sicherheit unserer Bürger an den Tag gelegt. Mittels der mir vom Rat der Gouverneure verliehenen Befugnis befördere ich dich hiermit in den Rang des Rangers. Hier ist deine Marke. Trage sie mit Stolz. Aber vergiss nicht, für welche Verantwortung sie steht. Ja, cool. Ja. Willst direkt loslegen, was? Tja, du hast es verdient. Ein Hoch auf den neuen Ranger. Ja, cool. Dann hätten wir das jetzt endlich geschafft. Cool, cool. Oh, sollen wir lieber nochmal quatschen. Als vollwertiges Mitglied der Freestar Ranger erhältst du dein eigenes... der Star-Eagle-Klasse. Die Registrierungsgebühr entfällt. Glückwunsch. Die Beförderung ist hochverdient. Was ist denn das für ein Schiff? Mal ganz kurz gucken. Galileo. Ist da? Star Eagle. Okay. Also Wert 378. Mal schauen. 140 ist da der Wert. Faktor 20, 29. Ja, ich glaube, wir werden mit dem da mal ein bisschen unterwegs sein, hä? Ja, geil. Ich glaube, da schaue ich mir erstmal an. Sprich mit Andrea. Nö, also mit Ranger-Missionen ist jetzt erstmal gut. Ja, was müssen wir in der Kampagne auch mal wieder weitermachen? Jetzt kommen die ganzen Gespräche rein. Ich will dieses Schiff sehen. Hat sich ja gelohnt, das Ganze. Hallo. Immer noch das alte Schiff. Was muss ich tun, wenn ich dort das Schiff wechseln will? Ist also nicht so ein... Warum sind da eigentlich so viele? Hat sie... Kein Terminal hier? Also, Moment mal, Galileo. Heimatschiff. Star Eagle. Untersuchen. X. Nee. Kann ich das mal ein Heimatding machen? Crew. Loge Galileo. Abbrechen. Tja, jetzt bin ich gerade. Kann ich denn sagen, dass untersuchen Crew zurück entfernen? Nee, das würde ich eigentlich nicht. Kann ich das Schiff wechseln? Ich muss mal ganz kurz nachschauen, wie ich das Schiff wechseln kann. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich schlauer. Das ist eh so, wie ich fast schon vermutet habe. Wir müssen da mit so einem Techniker reden. Was ist sie? Wie gehen wir da noch? Wo sind da zwei Marker jetzt? Gehen wir nach Alpha Centauri. Und einmal dahin. Die Loge. Nein, ich wäre gern New Atlantis landen. Diesmal geht's auch direkt. Mal schauen, was wir da für ein schönes neues Spielzeug haben. Als ich jünger war, verbrachte ich hier viel Zeit. Die Stadt hat sich sehr verändert. So, mein Kollege. Die Handel, überprüfe dein Schiff. Ein paar Ladungen auf Thermoparasiten. Klar, nur zu. Also, ist da, ist da, ist da. Schiffsbilder, Schiff verbessern, Heimatschiff. Oh. Okay. Etwas.
Einstieg jetzt wieder vorne. Alles klar. Ob ich da jetzt meine Stationen habe? Okay. Okay. Maschinenraum. Das kennen wir schon. Okay, hier hinten ist dafür diesmal nichts. Ja, dann einmal nach oben. Okay. Ah, scheiß Kamera. Na, der vordere Cockpit-Bereich. Ja, überschaubar. Cockpit selber. Ja, das... Moin. Das kennt man ja schon. Hier hinten. Crewbereich. Oh, Waffenständer. Alle klar. Cool. Oh, wir haben unser eigenes Gefängnis jetzt. Und es geht nochmal nach oben. Alles klar, Küche und so. Man denkt, überall hier können wir ja noch Sachen hier nach oben machen. Oder unten. Aber dass wir jetzt hier ein Gefängnis haben, das finde ich jetzt schon geil. So, ist Board. Kann ich das aufmachen? Wir öffnen. Nice. Ah, es sind jetzt sogar zwei. Cool. Wo war die andere... Warte mal, da war doch noch eine andere Leiter. Es ging doch da nochmal nach oben. Wo war denn das jetzt? Da. So, nochmal eins nach oben. Was haben wir hier? Das sieht noch ein bisschen Lagerraum aus. Ah, und da schläft dann nicht die Crew. So eine Art Navigationskonsole. Nichts mit Schlafen hier? Gibt's ja irgendwie nicht. Ja gut, haben wir es gesehen. Nice, gefällt mir. Also das Gefängnis ist definitiv mein Highlight hier. Cool. Also, missionstechnisch. Undercover hätten wir jetzt. Ich glaube, wir machen jetzt mit der Hauptmission weiter. Diese letzte Eindrücke ab. Letzte Eindrücke begib dich nach Freya, Planeten Obium, unendlich vermisst. Warte auf die Feier. 2 UT-Tage. Das ist eigentlich... Ja, da muss noch die Zeit vergehen, ne? Oder kann ich... Jetzt muss ich mal kurz schauen. Warte auf die Feier. Nee, das ist ein eigener Punkt hier draußen. Nee, ich möchte jetzt im Auge. Ich möchte mal kurz hier hin. Sprich mit Commander Tull, über den Wenger beizutreten. Sprich mit dem Barkeeper bitte. Warte auf meine Loge. Schnellreise. Lang ist es her. Oh, ich habe zu viele Stunden meines Lebens in Warteschlangen im UC-Vertriebszentrum verbracht. Okay. Das ist oben. Da haben wir so ein Querfeldein. Hä? Ach so. Oh, cool. Alles klar.
17 erwarte 24 Uhr, um die Feier auszulasten. Achso. Also. Verlust ist der Constellation nicht fremd. Schon unser Gründer kehrte von einer Expedition nie zurück. So glorreich und aufregend es ist, ins Unbekannte vorzustoßen, ein Licht in die Dunkelheit zu bringen. Es fällt schwer, den Preis dafür ins Auge zu sehen. Zu erkennen, dass diese Mutigen für unseren Fortschritt mit dem Leben bezahlen. Und dass wir es ihnen schuldig sind, für sie unsere Arbeit fortzusetzen. Vielen Dank, Sarah. Möchte noch jemand ein paar Worte sagen? Ich will gar nicht. Oh, ja gut. Mir ist es gefühlt ewig lang her. Es sollte man etwas sagen, aber mir fehlen die Worte. Danke, dass ihr hier seid. Ich sage es einfach, weil das ist nicht mehr geschoben. Hallo, alles ab. Danke. Wenn noch jemand etwas sagen will. Geh, wenn du fertig bist. Okay. Ich Dies war nicht der erste wieder. Verlust der Constellation. Ja, das war ziemlich ein Spektakel. Okay, 750 EP. Nice. Dann gehen wir jetzt mal endlich mal den anderen Sachen nach. Undercover, ja, das machen wir später mal. Letzte Eindrücke begibt sich zum Planeten Oborum 2a. Gut. Karte. Kampagne, wir kommen. Jo. Oborum Prime. Hätten, dass das wieder so etwas ist. Anlagentechnisch, das wir dann schon mal gesehen haben. Ja. Es ist wieder so ein Pharma-Labor. Einmal springen. Oh, sagt da noch jemand Hallo davor oder wie? Wieso konnte ich nicht runter? Ich will noch runter. Also, der braune Farbton passt schon irgendwie ganz gut. Ah, verlassen. Ja, das ist einfach wieder exakt die gleiche Anlage. Nein. Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. So, waffentechnisch. Was nehmen wir denn da jetzt? 12 Schuss, 379. 64, 302. Da haben wir eine fette Feuerrate hier. Rotflinte ist. Doof. Das passt immer die mal, weil da haben wir extrem viel Schuss. Tabe. Mein Versuch eines Infowellenbuches. Ich glaube, wir sind nicht mehr allein. Nice. Feuerwerk. Ach. Robodude ist auch mitlaufen. Wieso kann ich eigentlich da den Atem nicht anhalten? Warum habe ich jetzt... Bist du ein Gegner? Das ist so eine scheiß Waffe von ihm.
aber trotzdem nur trocken. Ja, halb so wild. Ich bin bereit. Nice. Esco, du bist wieder so super hilfreich wie immer, ne? EMP. Konzentration! Ah, Digitrisch. Nice. So, da drin brauche ich jetzt etwas mit Wumms. Mal schauen, was nämlich denn da. Ja, komm, nimm mal dich. Bei dir muss ich aber aufpassen, dass die Leute nicht zu nahe stehen. Und einmal heilen. Kommst du, Lin? Ich hab ihn. Hierher. Nein. Oh. Einmal durchladen. Okay, das mit der Tür ist ein bisschen dämlich. Okay. Nice. Nehmen wir mit. Die Waffe ist schon mega geil. Alla, komm. Alter, wie viel Schuss verträgt denn der? War das etwa schon alles? Ergib dich. Nice. Jo. Okay. High Level, aber dafür die Waffen schlecht. Ach, wieder ein Safe. Nö. Hier sonst irgendwas Spezielles, irgendwas übersehen. Nö. Gut. Dann haben wir als letzten Gutes von oben. Werfen uns noch ein Medikit rein. Ich würde Medikit, hier lag ja keins rum. Gut, ab ins Nachbargebäude. Guck mal. Kein Medikit mehr? Das glaube ich jetzt nicht. Inventar. Hilfe. Heilgel. Das finde ich jetzt aber gerade doof. Ja. Das ist jetzt kacke. Aber ich muss irgendwie mal Verbände herstellen. Oder mich nicht so oft treffen lassen. Auch eine Option. Medikit. Oh ja, geil. Nö. Ich brauche Medikits. Auch nicht gut. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Gut, ich glaube, das war's. Ja, und jetzt natürlich in die zweite Anlage. Ach komm. Sie
Nice. Und einer nach oben wie immer, ne? Na, komm her. Oder soll ich mal nach oben gehen? Ich glaube, ich gehe doch mal nach oben. Sagen wir mal Hallo. Sehr gut. Alles klärchen. So, Len. Lass mal wieder da unten reingehen. Haben wir ja schon ein, zwei Mal gesehen. Goodies. Ah, ich könnte aber Essen mal mitnehmen. Ich glaube, das gibt ja Gesundheit. Medipack. Oh ja, geil, Medipack. Nö. Medipack? Nee. Was? Das wollte ich jetzt gar nicht. Nee. So auf einer Seite. Der letzte Ring. Das passt nirgends. Ah, so. Oh, fuck. So. Ja, geil. Kredits. Nehmen wir 27. Nieten. Was? Nein, ich wollte mal F drücken. Für Licht. Naja, immer mit. Prüfen. Nö. Ich weiß nicht. Naja, komm. Ist was, lassen wir es gerade mal ausprobieren. Neue Items. Nicht da. Und von dem Schalldämpfer. Auch mal was Neues. Oh, geil. Eisenvisier. Ja. Geil. Jetzt kommt mal so geht. Mach mal doch mal ein bisschen auf Schleichen. Vorsichtig sein. Tio. Also das Thermo-Ding ist ja mal mega geil. Ja, das lassen wir mal da. Granate. Geil. Und ich meinte, das war schon wieder von Gegnern, außer dass da wieder einer von den Super Dudes wiederkommt, wenn ich unser Spielzeug hole. Ist denn? Ja, da unten. Giftgas. Alle klar. Gut, wir gehen wieder. Sollte mir vielleicht mal Medipack reinhauen, wenn. Ach ja, die Dinger da. Oh ja! So, der, wo ist es denn? Da hinten. Moin. Mal durchladen. Wo ist er hin? Das wird leicht. Ja, also die Waffe hat's ja mal drauf.
Sehr geil. Also, einmal Freikarten bitte. Ja, richtig schon. Na komm. Komm jetzt, werd mal frei hier. Gibt's ja nicht. Sag mal. Da doch sonst nicht so lang. Jetzt geht er doch. Du trägst zu viel. Lass mich dir etwas abnehmen. Kannst du das? Ist wirklich zu viel? 150. Oh ja, Tatsache. Aber dann, ja, ich weiß. Wisst ihr was? Dann machen wir Schnellreise auf das Schiff und dann. Ach, ich kann nicht schnell. Ach ja, so was nehme ich denn weg? Das brauche ich eigentlich nicht. Ablegen. Ablegen. Ist es besser? Nee. Kaminen halte im Schleichmodus still, um die Gewebung zu verschmelzen. Ach komm. Lass mal's da. Jetzt zu meinem Schiff, bitte. Kannst du diesen. Gut. Dann gehen wir halt raus. Ausgang. Einmal schön den Kopf anstoßen. Aber Gott sei Dank den Helm an. Oh, warte mal. Pharmazeutisches Labor. Membran. Mobilisator. Verbände. Verbrennungen. Machen wir Medikit. Heilpaste, Heilverbrennungen, Antibiotika, AMP. Schon lange nur Penicillin, Injektor. Nicht so das, was ich gern hätte. Aber komm. Ich glaube, ich muss mal shoppen gehen. Gehen wir jetzt beim Waffenladen. Statt da irgendwie mit geht's. Nö. Und tschüss. So, kann ich jetzt schnell reisen zum Schiff? Ah, geht doch. Tatsächlich aufstehen, bitte. Ich will mal hier ein paar Sachen abladen. Damit ich für die nächste Mission wieder was einladen kann. Und das Schiffsinventar. Was? Aktivieren. Cargo Hold. Transfer. Inventar. Anzüge. Ranger, du kommst mal rein. Rucksäcke. Du kommst auch mal rein. Ich hab 5 Helme. Okay, ja, bisschen too much. Brauchen wir nicht. Ranger Deputy brauchen wir auch nicht mehr. Werfbare Items. Ja, wie gesagt. Betäubungsmine sehe ich das irgendwie nicht so. Passt. Munition, Hilfe. Medipack. Das kann man eigentlich alles lassen. Das ist alles nicht so schwer. Sonstiges. Artefakt. Aurora-Probe. Das haben wir so ein Kunst. Achso, geht nicht.
Was ist denn hier so schwer? Diese ganzen Waffen hier. Die lasse ich jetzt auch mal da. Mit der will ich noch irgendwie Spaß haben. Die lasse ich auch mal da. Die ist mega geil. Die lasse ich. Du bleibst mal hier. Was, du bleibst auch mal da. Elitenpistole. Ah, 160 Schuss jetzt mal. Von der haben wir ja auch mega viel Schuss. Dead Eye. Bleibst auch mal da. Asher Tamer. Also mal schauen. 127 Schuss bei 43. Ja, komm, bleibst auch mal da. 87. Das passt. Oh, beziehungsweise war ich mal so schlau und hab da mal Medikits abgelegt. MP. Nö. Was ist die Herz Plus? Medipack. Cool. Geil, ich bin gerettet. So, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss mit der Episode. In der nächsten werden wir das nächste Artefakt noch holen und dann mal schauen, wie es weitergeht in der Kampagne. Und endlich machen wir mal wieder Kampagne. Das mit den Rangern ist jetzt doch ein bisschen länger gegangen. Aber cool. Vor allem hat sich gelohnt. Das Schiff ist Stiege. Vielleicht bauen wir das noch mal ein bisschen um. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.